So, da sind wir dann auch bei dem beim ersten Illusion Chamber, keine Ahnung, wie man das nennen will, diese den Dezembermonat mit Illusions gefüllt. Heute am ersten Advent, ja, das ist ja heute. Heute auch nur aufgenommen, weil ja, ich weiß ja, wie das läuft am Ende, wenn ich streame, dann habe ich wieder Frameraten vor allem. Ungefähr in der Auffassung, so wie das jetzt gerade kurz war. Ja, was habe ich denn eigentlich vor? Ich will jetzt endlich mal das ME-System komplett hier hinbringen, indem ich es hierhin befördere. Ja, das ist eine total sinnvolle Aussage gewesen. Ich werde jetzt einfach die jedes ME-System hierhin verfrachten. Und dann haben wir ja praktisch schon das gesamte ME-System hier. Bis auf wenige Ausnahmen. Ja, ich weiß nämlich gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, welches denn jetzt eigentlich jedes ME-System ist. Das ist schon mal ein ganz. Eine gute Voraussetzung, damit man dann weiß, wo man da hinkommt. Dafür müsste ich nämlich erstmal angucken, wie das hier beim ELA aussieht. Und ich muss hier vorsichtig laufen, weil sonst stürzt das Spiel sofort ab. Das ist gegeben, dass das so ist. Ja, wie lange werde ich heute aufnehmen? Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich auch zwei Folgen auf, aus Gründen, die ihr dann, wenn ich zwei Folgen aufgenommen habe, in 3 Wochen erfahrt. Zwei Wochen, habe ich 2 Wochen aufgenommen gesagt. Zwei Folgen. Dann würdet ihr es in 3 Wochen vermutlich erfahren. Da mache ich hier ein großes Geheimnis aus der Sache. Vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht. Dann erfahrt ihr das erst, ja, dann erfahrt ihr es auch in 3 Wochen, warum das theoretisch so gewesen wäre. Oder vielleicht auch schon in 2 Wochen, das weiß ich nicht. Vielleicht. Eines von beiden. Müsste man dann sehen. Ja, ich hoffe, dass ich zum ELE hinkomme, ohne dass das abstürzt, hier das Spiel. Hier bei 10 FPS im Schnitt TV. Das ist ein total toller TV-Sendername. Ja, unterdessen während diese Folge hier. Gut, es wird ja nicht gestreamt, deswegen bringt das nichts, wenn ich hier was ankündige. Aber in 13 Minuten vom Punkt jetzt, wo ich das hier aufnehme, kommt bei DK ja auch wieder PI-Folge raus. Ja, bei ihm hoffentlich kommt bald auch mal wieder Illusions beim raus. Ach, wieder der tolle OpenGL-Error. Auf den freuen wir uns doch. Alter, was habe ich denn hier fabriziert? Ja, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Diese Crafting, die werde ich auch. Ich werde einige Crafting-Anlagen vom Netz nehmen beim ELE, weil die einfach nicht nötig sind. Nee. Wo war's denn? Ich würde mich hier auch mal umschauen, wenn es denn bei der Framerate möglich wäre, die wir gegeben haben, aber. Irgendwie Edes Keller ist so eine Leckquelle schlechthin. Das ist aber auch irgendwie erst seit ein, zwei Wochen so, dass es so leckt. Und ich weiß nicht warum. Weil was macht der denn hier die ganze Zeit? Versteht ihr diese Anzeigen hier? Was ist das Problem? Wer es weiß, schreibe es jetzt in die Kommentare. Nee, Mann. Eben ging's doch noch und jetzt. Jetzt habe ich wieder eine Framerate, bei der ich nichts machen kann. Weil ich muss fliegen, um da überhaupt hinzukommen. Und ich kann hier nicht fliegen, wenn ich so. Na gut, ich kann fliegen. Aber prinzipiell kann ich nicht fliegen, wenn die Framerate so niedrig ist, dass ich nicht abheben kann. Es ist die Frage, die ich nicht beantworten kann. Wo ist denn eigentlich das Ding beim ESE? Das war doch. Irgendwo war das in der Wand verbaut, erinnere ich mich dunkel. War das hier überhaupt im ME-Systemraum? Gut, wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre es ja wohl hier. War es im zweiten Stock?
Also hier sind die Crafting-Anlagen vom Esel. Ich weiß nicht, wer die hier schon groß gesehen hat. Ah, da ist es ja. Esel hat hier so ein Kabel dran. Und hier in der Quantum Link Chamber ist... Ja gut, an der Singularity kann man leider nicht erkennen, mit was die verbunden ist. Weil das Problem ist, es gibt ja zwei Singularity-Portal-Dinger, die hier in der Welt vorhanden sind. Und eins will ich erstmal lassen, weil das ist das, was das gemeinsame Haus mit dem, mit meinem Haus verbindet. Einfach aus dem Grund, weil im gemeinsamen Haus ja auch noch Crafting-Anlagen sind, welche ich eigentlich abbauen kann, weil... Naja, wir benutzen das gemeinsame Haus dann ja irgendwie nicht mehr. Das gemeinsame Haus wird komplett aus dem Dienst gestellt. Das ist im Grunde nur noch... ja. Mann. Was ist denn das? Manchmal läuft es komplett flüssig und dann wieder habe ich Stellen, wo es so schlimm ist, dass ich nichts machen kann. Ach, und dann gehe ich aus dem Haus raus und die Framerate geht ungefähr 5 Frames höher. Gefühlt. Ja, und wie geht's bei euch so? Ach. Ich glaube, jedes Haus ist wirklich so eine Leckquelle. Man kann es einfach nicht anders sagen. Nun gut. Was ist denn eigentlich hier alles im Crafting eingebaut? Ja gut. Habe ich gesagt. Gut, habe ich wahrscheinlich. Aber ja, das ist dann doch schon etwas mehr, was man hier craften kann. Und das wird dann alles rübergebracht. Ins andere ME-System dann. Wird dieses ME-System hier sozusagen abgeschaltet und das andere, da muss ich dann einen Reaktor aktivieren, weil momentan ist das ja sozusagen im Cheat-Modus. Also da fühle ich mich unwohl, wenn das ME-System quasi cheatet. Das muss ich einfach mal in aller Ehrlichkeit loswerden. Das ist doch nicht so unbedingt das ist, was ich gerne hätte. Aber egal. Ja, wenn ich dann Framerate hätte, würde ich auch mal. Ja. Da will das Spiel nicht mehr. Also es hat keine Rückmeldung, das meine ich mit es will nicht mehr. Warum hat das keine Rückmeldung? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das könnte von der Anzahl der Channel, die dranhängen, ungefähr Edes Ding sein, weil ich glaube, ich verwende nicht so viele Channel wie Ede. Ich verwende auf jeden Fall nicht so viele Channel wie Ede. Wie viel verwende ich eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wie viele Channel verwende ich an meinem ME-System? Hallo, Spiel. Mann, was ist denn da los? Warum ist das Spiel plötzlich keine Rückmeldung mehr? Kann mir das einer erklären? Wahrscheinlich nicht, weil ich es ja selbst nicht kann. Ach, Mann. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, eigentlich hatte ich heute noch ein anderes Video geplant. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriegen werde, weil es schon 17:23 Uhr ist jetzt und das wird schon etwas aufwendiger sein. Glaube ich. Aber vielleicht wird es ja noch was ganz spät irgendwann. Was dann auf dem ersten Kanal, wo mehr kommt, mal. Ja, es ist ganz toll, dass da mal wieder was kommt. Vielleicht kommt es auch morgen raus, das weiß ich nicht. Das muss ich schauen. Nerg. Und was ist noch geplant? Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mal wieder Let's Zeig herum ein. Da würde ich mal eine Abschlussfolge machen, die auch auf dem Erstkanal wohl mehr kommt. Die Let weil das ist dann die Abschlussfolge vom Let's Zeig herum, bevor dann die zweite Staffel, das Let's Show, beginnt.
Ja, auf dem Zweitkanal dann. Warum eine Abschlussfolge nur damit dann, ja, weil jetzt immer noch auf dem Erstkanal läuft und mit so einem scheiß Namen Let's Zeig herum. Da mache ich dann sozusagen einfach eine zweite Staffel, die sich darin unterscheidet, dass, keine Ahnung. Ja, die Abschlussfolge ist dann praktisch, ich zeige einfach mal einmal alles und dann die zweite Staffel ist dann bis zum nächsten, ich zeige mal einmal alles. In 1000 Jahren. Ja. So ungefähr war das dann geplant, total. Weil es total geplant war, alles. Na los, Spielmann, was ist denn da los? Ah, jetzt ist die Map wieder kaputt. Was ist denn mit dieser Map los? Warum geht die manchmal kaputt einfach? Also ihr seht das ja, dann wird sie irgendwie schwarz und nur so ein paar komische Punkte sind drauf zu sehen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass das so ist. Oh. Ja, wie viele von den Dingern hat der Ele eigentlich? Also wie viele ha. Das ist doch nicht wahr. Warum haben wir vier von den Dingern? Und wo führen die alle hin? Kann mir das einer erklären, weil ich kann es nicht. Na super. Dann heißt es jetzt raten, welche man wegmacht vorerst. Also, probieren wir das mal. Wenn ich jetzt hier, ich habe Angst, was ich hier gleich machen werde, weil ich es alles sehr improvisieren werde. Wenn ich hier jetzt aus der Quantum Link Chamber die Singularity rausnehme, was genau geht dadurch im ME-System verloren? An Crafting-Anlagen. Verloren geht. Auch eine ganze Menge. Das könnte also die vom Ele gewesen sein. Dann haben wir die vom Ele schon mal. Und die können wir jetzt rüberpacken in unser, in den ME-Turm. So. Wo ist das hin? Habe ich es eingesammelt? Ich habe eins eingesammelt, aber hier waren zwei. Hä, wo ist der andere? Ah, nein. Ah. Wartet mal. Also, wenn es mal wieder Framerate hätte, dann würde ich auch mal was machen. Nämlich, ich gehe mal hier ins ME-System. Wir haben doch sicherlich noch. Ich hoffe, ich habe dieses eine Kabel, das ich abgebaut habe, war jetzt nicht wichtig. Genau. Nehme ich doch einfach mal so einen zur Hand. Wie war das dann? Steuerung? Huch. Nein.
Wie aktiviere ich den denn? Ich habe in dem noch nie gearbeitet. Nee, ich glaube, das bringt so nichts. Ich mache es einfach mal anders. Ich gehe mal eben hier rein. Und aktiviere hier einfach die Magnetkarte mal eben. Ja. Nein, falsch. Alter, bei der Frame dauert das ja 1000 Jahre, bis ich mal was gemacht kriege. Wenn ich ja für jede Aktion alleine eine halbe Minute brauche. Ach. Quant. Oh. Ja, da haben wir einfach irgendeine Singularity auch noch im ME-System, von der wir gar nicht wissen, wem die gehört. Das ist ja mal schön. So, dann passt mal up aber. Jetzt ist es ja so, dass ich erstmal keine Framerate habe und deswegen euch so ungefähr eine Diashow hier präsentieren kann. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehe. Was ist das denn für ein Apparillo zum Beispiel? Mann, das ist doch so nicht auszuhalten. Ich gehe jetzt einfach mal an all ran und hole die Dinger raus. Und wenn ich meinen erwische, sollte das ja dazu führen, dass wir keine Items mehr haben, weil alle Items drüben sind. Zumindest glaube ich das. Ansonsten haben wir halt ganz wenige Items nur. Hallo. Ich kann nicht mal mehr auf das Ding scrollen. So niedrig ist die Framerate. Oh. Wir haben irgendwo noch Items gespeichert und ich weiß nicht wo. Irgendwo sind noch 15 Millionen Cobblestone gespeichert. Oder? Nee, Moment, das ist ja unser ME-System. Was laber ich hier? Ist es das? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Moment, das ist gar nicht das ME-System. Hä? Wo sind denn doch Items gespeichert, außerhalb von unserem Haus? Aber das hier ist prinzipiell unser Haus. Weil da der Großteil der Items drüber läuft. Dann mache ich da natürlich das Ding wieder rein. Nein, Magnet, geh weg. Alter, diese Frame, das ist ja unaushaltbar. Wie kann man sich sowas angucken? Frage ich euch jetzt. Das war eine ehrliche Frage. Wie kann man sich sowas angucken? Freiwillig. Ich meine, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimmer als das Feed the Beast Let's Play. Und da waren dreimal so viele Mods drin. Also woran liegt das? Ich kann es mir nämlich nicht erklären, wieso wir hier so eine extrem niedrige Framerate derzeit haben. So, hier ist jetzt das so. Moment, wir hatten. Na doch. Irgendwas hatten wir ganz viel. Ingot. Ich glaube, der hat nichts groß gemacht.
Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, wozu das hier gehört. Sicher ist aber, dass ich es mal erstmal stehen, weil ich kann es nicht zuordnen. Oder kann ich das? Was ist das hier zum Beispiel? Kann mir das eine erklären, was dieser Blödsinn soll? Oder was ist das hier für ein Kabel? Das ist ein... Ich glaube, das ist diese, sind diese ME-Conduits. Aber was treibt der an? Das verstehe ich halt nicht. Das ist irgendeine Energieleitung auf jeden Fall. Ich glaube, ich lasse es einfach doch mal stehen, weil am Ende liefert das noch die Energie für das ME-System hier und ich weiß es nicht. Aber zumindest jedes ME-System habe ich in der Tasche. Der Rest ist mir alles zu heikel, den umzubauen. Gut, dass da hinten, da war noch irgendwo eins, das ich dann gegebenenfalls noch abbauen werde, aber ich weiß halt nicht. Erst einmal weiß ich nicht, wie ich da hinkomme bei der Framerate. Und dann weiß ich auch nicht, was es ist. Und wir haben irgendwo im ME-System lag ja noch diese eine Singularity drin, von der ich nicht weiß, zu was die gehört. Oh Mann, so kann ich doch nicht spielen. Hier, ich habe eine Framerate von 1. Und bei der Framerate muss ich abheben. Was nicht geht, weil das Spiel denkt, ich springe zweimal. Das bemerkt überhaupt nicht, dass ich abheben will. Jetzt ist die Framerate aus irgendeinem Grund wieder normal. Was ist denn das? Wo war, hier war doch irgendwo dieses, da ist das siegende Ding. Was passiert, wenn ich die rausnehme? Hier ist ja offenbar viel angeschlossen. Hallo. Das hat nicht wirklich was geändert. Merkwürdig. Jetzt ist das Kabel ausgegangen. Hat sich jetzt was geändert, groß? Vielleicht braucht ihr immer ein bisschen erst, um das zu merken. Nö, hat sich nichts geändert. Ich nehme es einfach mal mit. Keine Ahnung, wo es hinführt. Hallo, ich möchte das Ding gerade nehmen. So. Dann nehme ich die einfach mal alle mit. Achso, die habe ich ja schon eingesammelt jetzt. Die Crafting-Anlagen lasse ich hier erstmal stehen. Vorerst. Die werde ich dann, glaube ich, einfach in der nächsten Folge oder sowas rüberschleppen. Die ich dann wahrscheinlich jetzt im Anschluss aufnehmen werde. Das heißt, ich werde aber... Oder ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch offscreen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich spannend, zu sehen, wie ich einfach die Dinger hier abbaue, rüberschleppe und dort wieder aufbaue. Und im Grunde schließe ich dann halt einfach nur ans ME-System dort an. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich eine Erfahrung, die man als Zuschauer gemacht haben muss, wo man sonst sagen würde, boah, mir fehlt so eine geistige, Erleuchtung, die ich dadurch erhalten hätte. So, die Dinger baue ich aber erstmal ab. Und schlepp sie dann rüber. Vielleicht brauchen wir die nämlich dort. Ist ja alles möglich. Und die Kabel nehme ich auch mit. Einfach aus dem Grunde, weil die ja alle ungenutzt sind und ich glaube, die Dinger gelten als Teil-Entities, bedeutet, die brauchen nur unnötig Leistung.
Was ja nun wirklich etwas ist, was wir vermeiden könnten. Weil irgendwie dieser Chunk hier ist, also der Chunk, einer der Chunks an dem gemeinsamen Haus ist einfach mal so der am meisten TPS verbrauchende Chunk, also der sich am schlimmsten darauf auswirkt. Sagen wir es so. Und wenn wir die Dinger eh nicht nutzen und die am Ende Leistung verbrauchen, dann ist das nun wirklich verschwenderisch. Ach, jetzt läuft es auch flüssig. Wahrscheinlich war das die einzige Leckgrund. Ja, und dieses gemeinsame Haus generell müssen wir nochmal komplett neu bauen. Das ist ja wirklich eine Ruine. Komm, und die Dinger nehme ich auch mal eben mit. Ist zwar nett, wie die hier aussehen, aber ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Gut, dieses ganze Haus brauchen wir wahrscheinlich nicht. So, dann geht's jetzt ab zum gemeinsamen Haus, zum ME-Turm geht's, nicht zum gemeinsamen, vom gemeinsamen Haus kommen wir ja gerade. Und dort werde ich das Ding noch anbauen. Und das nenne ich dann die Folge, die ja schon etwas länger ist, weil die Folge geht ja schon eine halbe Stunde fast. Dann geht sie wahrscheinlich über eine halbe Stunde, aber ja gut, die Stream-Folgen sind dann ja noch länger im Vergleich. Wenn ich die denn mal gescheit machen könnte, vielleicht wird es ja wieder besser demnächst. Es ist auf jeden Fall zu hoffen. Nee. Ach, stimmt ja, wir haben ja eine Wettermaschine. Habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Ja. Gut, Streamfolgen. Ich weiß nicht, inwiefern es noch welche geben wird. Vielleicht in zwei Wochen dann eher, nicht in drei Wochen, weil. Habe ich vorhin drei Wochen gesagt? Nee, ich meine natürlich zwei Wochen. Also. Ja. Weil ich nehme ja nur die für diese Woche und für nächste Woche die Folge auf, nicht für übernächste Woche, das habe ich dann vielleicht falsch formuliert. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir da machen können. Indem wir hier einfach mal sagen, du kommst rausgewuppt. Und dann baue ich hier einfach die Dinger hier auf der Etage, weil die Etage noch so schön ungenutzt ist. Und dann sollten wir das gesamte ME-System, was bei Ele vorhanden ist, einfach hier rüber geschleppt haben. Was doch sehr wünschenswert wäre. So, wir müssen da im ganzen Ding eh nur ein 32er Kabel anschließen, weil der Ede ja eh nicht mehr verwendet, weil der Ede ja dachte, es geht nicht mehr. Und sich dann die ganze Zeit beschwert hat, dass er ja so wenig Channel hat. Woran das wohl liegen wird? Wenn man schlecht baut. Apropos schlecht bauen. Und apropos irgendwas. Ich habe keine Framerate. Warum habe ich keine Framerate? Geht doch. Das kann so natürlich total nicht funktionieren, wie ich das hier gerade gebaut habe. Sondern ich muss erstmal nehmen aus dem ME-System einmal, was wollte ich holen? Smart Kabel in Yelp. Und außerdem brauche ich P2P-Tunnel.
Ernsthaft, wir haben eine Memory Card hier drin gehabt. Warum habe ich mir eine gemacht? Und dann hole ich mir auch noch Dense Cable. Und zwar haben wir auch noch die normalen einfach. Ah ja, da. Weil ich nehme lieber die normalen, weil ich weiß nicht, am Ende funktioniert das sonst nicht. Weil ich weiß nie, ob die bei den bei diesen Portaldingern hier, ob dann auf beiden Seiten die gleiche Farbe vorhanden sein muss. Deswegen mache ich einfach die Universaldinger, die zur Folge haben, dass die Farbe egal ist, die angeschlossen wird, weil die sich an alles anschließen lassen. Hallo. So. Dann, hier muss ich generell gucken, dass ich das nicht verbindet mit den Dingern da drunter. Diese, für die CPUs. So. Ich schließe erstmal nur das eine an, das vom Esel nämlich. Also, das müsste das hier sein. Wenn ich mich nicht komplett irre. So. So und so. Und dann da und da und da und da und da. Dann kann ich ihn mal wieder nicht abheben. So. Geht doch. Und so. Hallo. Und dann einmal hier Quantum Entangled Singularity rein. Und wir haben das Ding angeschlossen, prinzipiell. Aber auch nur prinzipiell, denn es hat erstens keine Energie aus irgendeinem Grund. Und zweitens ist es auch noch nicht richtig am Controller dran. Aber das lässt sich ja alles einrichten. Indem ich jetzt hier nämlich die nehme. Und erstmal an den Controller überhaupt rangehe, weil sonst wird das nichts. Hallo? Ja, wenn das Spiel mich dann lassen würde bei der Framerate. Ich weiß nicht, ob ich die nächste Folge dann noch im Anschluss annehme, weil, ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich da groß machen wollte in der nächsten Folge. Ich kann halt die Crafting-Anlagen umräumen, aber wie gesagt, das will sich halt niemand ansehen. Muss ich mal schauen, was ich in der... Die nehme ich vielleicht doch erst irgendwann anders auf. Also... Morgen oder so. Weiß ich noch nicht, wie das genau aussehen wird. Hallo, lass mich abheben. Na, Mann, das ist doch nicht zu glauben. Oh, geht doch. Mal sehen, welcher ist denn wahrscheinlich ungenutzt? Ich weiß nämlich selbst nicht mehr, welche Channel eigentlich benutzt waren jetzt und welche nicht. Ist das Problem? Ich hoffe einfach mal, der war ungenutzt. So dass ich den dann jetzt anschließen kann. So, loaded settings. Und ich hoffe, das wird jetzt auch aktiviert, das Ganze. Indem hier dieser Channel dann verwendet wird. Weil hier, das zeigt er zumindest an, das wird jetzt schon registriert, dass hier was ist.
Und da hat er sich gerade gelb gef. Ah, es geht. Es ist an. Und jetzt hoffe ich mal. Ja, das wird total funktionieren, wenn ich hier reingucke in das Ding, was mit dem anderen ME-System verbunden ist. Nein. Ach, Mann. Mann, ich kann nicht abheben. Ich bin gefangen in meiner eigenen Framerate. Das kann doch nie sein. Ja. Ach, Mann, muss ich mich jetzt hier rausbauen oder was? Nur weil die Framerate so niedrig ist, dass ich nichts anderes tun kann? Weil ich kann mich ja nicht mal rausbauen. Weil ich kann wirklich nur mit den Tasten auf das Item, was ich benutze, auswählen. Weil das Scrollrad funktioniert wegen der Framerate nicht mal. So, jetzt ist die Frage. Werden hier die Rezepte vom Ele angezeigt? Ha, es funktioniert! Ich habe Eles ME-System an unser ME-System angeschlossen. Und da freuen wir uns doch. Ja. Und ich glaube, an der Stelle beende ich dann auch die Aufnahme und die nächste Folge werde ich dann, wenn ich weniger frustriert bin, aufnehmen und wenn ich wieder weiß, was ich machen kann noch. Auf jeden Fall sage ich an der Stelle, das war auch die Folge. Also das war die Folge, wenn ich den auf den Aufnahme-Stoppen-Knopf drücken könnte, aber OBS hat keine Rückmeldung. Jetzt kann ich auf den Aufnahme. Auf jeden Fall, das war die Folge und ich sage daher, ciao!